Und? Wie viel Bock hast du heute? Erstmal, pass auf, wir waren. Wann ist der letzte Vlog gewesen? Weiß ich nicht. Ich muss Karte einblenden, weiß ich nicht mehr genau. Aber wir haben jetzt den 2.2., glaube ich, 2. Februar. Sprich, in 2 Monaten ist anscheinend der Boxkampf. Soll zumindest sein. Ich war nach wie vor im Training. Ich habe, glaube ich, Ende November und Dezember ausgesetzt, weil ich nicht sicher war, wie ich weitermachen will und ob ich weitermachen will. Aber ich bin seit Januar wieder so ein bisschen drin und jetzt fängt es wieder ordentlich an. Wir hatten gestern schon Zirkeltraining, also ich bin bei einem neuen Trainer, bei Max, ist ein Kickboxer, ist auch Weltmeister, ist die richtige Maschine. Heute machen wir Technik und morgen machen wir, nee, am Freitag machen wir Sparring, seid ihr auch dabei. Generell trainiere ich aktuell 6 von 7 Tagen und mein Körper weint. Aber es macht Spaß. Bisschen, ne? Bisschen. Manche Sachen machen keinen Spaß. So, dann fangen wir einfach an. wenn ich Max vorstellen muss, ist das schwierig. Also du bist, pass auf, du kannst Nein sagen, wenn ich irgendwas Falsches sage, ja? Kickbox-Weltmeister, richtig? Ja, genau. Dreifach. Ich trainiere, ich habe hauptsächlich K1 Kickboxen gekämpft. Also K1 Kickboxen ist mit Knien. Es ist nur Low-Kicks, nee, nicht Low-Kicks, oder? Mit Low-Kicks, genau. Mit Knien und 3 Sekunden Clinch in der Regel. 1 oder 3 Sekunden Clinch. Es gibt ja noch Thai-Boxen, wo man die Ellbogen benutzen kann und die ganze Zeit clinchen kann. Habe ich auch gekämpft, aber hauptsächlich K1. Und aber auch viel geboxt. Also so, man so Nacken festhält, ne? Genau, und deswegen meinte das, was wir immer gemacht haben, das Nackentraining. Ja, und aber Boxen habe ich auch viel gekämpft. Also ich war in der Sportschule in Berlin, war in der Benesim, bin in der Sportschule im Dennard. Habe auch um die 50 Boxkämpfe gemacht, ja. Amateurboxen. Und dann aber zum Profi-Kickboxen gewechselt. Ja, nimm mich immer ein bisschen ran. Also wir machen relativ viel Sparring im Vergleich zum Trainer vorher. Also ja, aber das ist halt das, was du brauchst. Wir haben nicht so viel Zeit, 2 Monate noch, jetzt musst du halt die Erfahrungen sammeln, ne? Also Sparring auf die Fresse. Meine Nasenscheidewand hat ein paar Erfahrungen gesammelt mittlerweile. Training, was du mit musst sagen, gehört dazu. Ja. Kriegst schöne Boxernase, das macht dir auch was. Dieses Aufwärmen, ist das normales Boxen aufwärmen so? Also, weiß nicht, beim Kickboxen machen wir das in der Regel. Beim Kickboxen ganz normales Aufwärmen, ja. Ja, wir machen normalerweise 3 Minuten Seitspringen und dann die Übung und dann 15, 15, 15 und hier machen wir leichte Variante, 2 Minuten Seitspringen und dann 10 Liegestütz, 10 Sit-Ups, 10 Kniebeuge. Das ist schön, alles warm ist. Hat uns zu spät? Vielleicht dachte er irgendwie 14 Uhr oder so, ich weiß es nicht. Wir werden normalerweise fürs zu spät kommen 10 Burpees pro Minute. Wir werden jetzt bei 80 Burpees. Also das ist auch für ihn ein härteres Techniktraining. Von der Mitte. Boom, genau, nicht rein. Schön das. Genau, sehr. Und arbeitet von der Mitte. Boom, genau. Nicht die Hand so, ne? Sondern eher oben sein. Ja. Bewegen. Oben sein, bewegen. Yeah. Nochmal Kopf. So, Körper raus, rechte rein. Boom, wieder rein. Ne? Bam, bam, raus, boom, rechte rein. Nochmal. Boom, boom, raus. Direkt, raus, rein. Bam, bam, raus. Boom und. Boom, leer. Bam, bam, boom, wieder rein. Bisschen mehr Schlaf, lieber sieht bei dir halt immer so aus. So einfach so zack. Ja, es soll aber so, puck, so schnell und locker. Ne? Mach alles. Boom, boom. Genau, aber trotzdem aber bisschen, so ein bisschen die Hüfte rein. Kurz Pause. Ja, wenn du die Decken erst hochziehst, machen 1, 2, Decken geht hoch, boom. Lieber hinterher. Weißt du selber? Ja. Leber macht keinen Spaß. Viel durchatmen. Ne? Ab und tief in den Bauch rein. Genau, auf deinen Leber. Ja, aber nicht so. Und Kameramann ist jetzt tot. Die Dinger hier. Nochmal schnell, komm. Boom, boom, raus. Boom, 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 und hinterher. Boom, sehr gut. Komm, wie schnell. Boom, boom, raus. Boom, 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 geh hinterher. Boom, geh hinterher. Oh, sehr gut. Warten, bis die Ruhe kommt. Ja, ich muss das Treffen so. Bam, triffst ihn. Gegner rennt weg, ist am Seil, boom, boom, links, rechts, hier rein. Ne, weil es kommt eh nicht gut, dieses Bam und dann links, rechts, ne, bam, treffen, boom, boom, hinterher. Ja. Zeit lassen. Aber sieht gut aus, gute Kombo. Anton, 230 Burpees. 230 Burpees bis jetzt. Ei, das wird wehtun. Einmal noch links, rechts, rechts, links. Genau, besser. Pause. Letztes Mal, komm ich schnell. Boom, boom, raus. Boom, 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 bewegen, bewegen. Bam, 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 bam. Und Fäuste, 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 Fäuste.
Genau, guck hin, guck mich an, guck mich an, guck mich an. Yes, sehr gut, Pause. Da ist er ja. Hey, meine Burpees. Nein, 260, 260 Burpees. Ja, aber gut, Training. Bis bald, Leute. Warm-up fertig. Ja, war gut. Kannst du noch? Ja, ja. Nächstes Mal nehme ich... Man sieht mich so hinterhergehen, so ganz... Das wird schon so gecuttet, dass es gut aussieht. Aber jetzt, guck mal, jetzt diesen Monat werden wir hart trainieren. Jetzt Februar werden wir hart trainieren. Wenn du jetzt krass ins Defizit gehst, dann willst du deine Kondi nicht so gut aufbauen können. Ich stelle mir jeden Tag irgendwie so 140 Gramm Eiweiß in meinen Körper rein. Da verschwindet gar nichts, glaube ich. Ja, ja. Deswegen, ist alles gut. Das Anton kommt nicht aus Deutschland, der ist nicht so pünktlich, deswegen. Sorry. Ah, halbe Stunde geht noch. Pendelverkehr. Kannst du mal erzählen, so wie ist Vorbereitung denn? Was müssen wir machen in den letzten 2 Monaten? Klingt von dir ein bisschen glaubwürdiger als von mir. So, ich sage, ja, wir trainieren so 5-mal die Woche. Was hast du denn gesagt? Erstmal, was hast du denn gesagt? Ja, 3-mal trainieren wir hier und 2-mal trainiere ich on top und ich gehe einmal bouldern. So. Ja, bouldern würde ich die letzten Wochen dann mal weglassen. Ja, wegen Verletzungsgefahr. Verletzungsgefahr und du machst die ein bisschen hart vielleicht in Muskulatur. Es ist nicht schlimm, es ist nicht extrem schlecht oder so, aber. Es ist halt eine ganz andere Belastung, ne? Es ist fest, mehr dieses Halten. Wir wollen ja mehr das Schlagen haben, dann lass es die letzten Wochen dann weg. 3-mal die Woche hier, 1-mal laufen gehen. Eigentlich, wenn wir lieber denn 2-mal die Woche laufen gehen, das ist ein lockerer Lauf, ungefähr eine halbe Stunde Grundkondition und dann ein Lauf Intervall. Das heißt entweder Intervall, das heißt 3 Minuten so schnell du kannst, 1 Minute Pause. Wir wissen jetzt noch nicht, wie viele Runden du kämpfst, ne? Weil wir machen das eigentlich so, wie, wenn du 7 Runden kämpfst, machen wir 7 Runden, 3 Minuten Intervall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemals mehr als 6 sind. Ja, also es kann halt sein, jetzt pass auf, es kann sein, dass Romatra mich komplett verarscht und in Wirklichkeit hardcore trainiert die ganze Zeit. Und man sieht halt nichts von. Und er war auf Thailand, hat ein paar Long Island getrunken, so. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit auf dem Training ist. Aber ich glaube nicht, dass wir jemals mehr als 6 Runden durchhalten werden. Ich nicht. Und dann würde ich automatisch davon ausgehen, dass er auch niemals im Leben 6 Runden durchkämpft. So. Ja, vielleicht ist er ja bis zum Anschlag gedopt und so. Also ich glaube, ich glaube, mein Limit liegt bei 6 Runden so bis April, oder? Ja, 6 wären gut. Langsam müssen wir das Tempo etwas erhöhen vom Training und dann so einen Monat vorher den Vollgas geben und dann die letzten 1-2 Wochen wieder ein bisschen runter, dann müsstest du wieder das Niveau halten. Also wir müssen dann ungefähr 2 Wochen vor dem Kampf so im Maximum sein und dann probieren wir das Niveau zu halten, dass du da dich nicht verletzt, fit bleibst und das Level hält sozusagen, bei dem wir sind. Da müssen wir jetzt hin. Ja, nice. Ich kämpfe immer, wir sparen immer und ich habe immer 16 Unzen an, so, und er zieht sich immer 12 an, die Sau. Anton, wie lange boxst du schon? Ja. Wie lange boxst du? Also fast 8 Jahre. Ja, du brauchst nicht 4 Unzen. Aber halt jetzt nicht irgendwie... Ja. Irgendwer, irgendeinen Vorteil braucht er ja. Guck mal, nur sehen. Ja, ja. Und das auch für die Partner mit immer, ne? Das heißt nicht 1, 1, 1, 1, 1, ne? Weil dann könnt ihr Augen zumachen und es geht um die Reflexe. Bap. Let's go. 2-mal liegt gerade. Ja, sehr gut. Ja. Und zieh ruhig durch, wenn entweder Block oder zieh durch. Genau. Einmal noch. Wechseln. Schulter schützt dich, ne? Weil die linke kommt ja, wenn du jetzt so offen bist, ne? So offen bist und hier reingehst, dann bist du sehr offen. Die linke kommt, boom, ich schütze mich hier so ein bisschen mit der Schulter und gehe ein bisschen bam, übertrieben rein. Boom, und gehe rüber rein. Ja? Schützt mal mein Kinn mit der Schulter. Das heißt, eine Hand schützt es dran, andere Hand schützt die Schulter. Immer, ne? Beide Seiten sind gedeckt. Das ist wichtig. Und weiter. Ja. Immer musst du rein machen. Mundschutz rein machen. Immer rein machen. Sorry. Alles gut. Nehmen wir doch wirklich gleich mal Pause mal, aber gleich mal. Immer bei Partner weiter. Schicke mit 10er was. Genau. Entweder so oder ihr geht ein bisschen tiefer mit dem Oberkörper, dann könnt ihr fast gerade reinschlagen. Boom. Ja, genau. Geht beides. Kommt ein bisschen auf die Distanz an. Aber komplett der unterhalb. Nach der rechten direkt boom, in den Haken rein oder auch zu Leber. Ne? Oder erst Haken und dann Leber. Okay, das heißt, hier bam, Haken, boom und dann Leber rein. Bam, bam rein. Ja? Ich bin direkt boom, 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 genau. Gerne mal 2 rein.
Bam, eine Frist. Boom, Leber nochmal. Ich glaube, die Hand geht da oben dann wahrscheinlich. Ne? Ja. Wupper, los! Kannst du da am Körper halten? Ja. Und schön auf den Superplexus halten. Wenn du den Superplexus höher schleift, den wollt ihr schön bam zum Superplexus rein. Schreit das so in die Luft rein. Das. Hier ein bisschen mehr Leber. Ah, und dann geht ihr zur Leber rein. Ne? Achtet darauf, die Hand geht von unten nach oben. Boom. Zur Leber rein. Ja? Ganz eklig, weil ihr schlagt und seid hier auf den Boom und Leber geht rein. Macht mal nur das und dann machen wir einmal so. So. Okay? Los geht's. Nicht so. Ja, ja. Das ist ja beim Cool, hab ich gemerkt. Das ist gut. Genau, nur schön Füße, also bam, bam. 1, 2. Schlag zum Kopf, ne, einfach. Zum Kopf, dann ist der Kopf. Schlag zum Kopf. Genau, sehr gut. Genau. Minimal. Bam, bam, bam. Genau. Ja, ein bisschen weiter. Nicht so. Reindrehen. Ja, ja. Übertrieben ist. Ja, ich versuche nicht so viel rumzupfen gerade. Ich bin vorne. Ich drehe meinen ganzen Körper rum, aber ich bin nicht. Ich bin nicht weggedreht sozusagen. Ja? Ich drehe mich nicht so rein. Weil dann ist es auch so, wenn du nicht triffst, dann bin ich voll offen. Ja? Ja. Boom, ich drehe mich nicht rum und bin auch, wenn ich nicht treffe, ich bin nicht so ganz drin. Ja? Bam, bam. Genau, der Fuß muss rum. Und du drehst gerade ja, den Körper ja, rum. Ja. Und deswegen die Körper noch mal. Boom, auch mal nur. Bam, bam. Ja, genau. Viel besser. Genau. Also ich drehe nur so mein Fuß zum ganz kleinen Schuh und es fühlt sich so viel. So, genau. So, und der Wechsel, los geht's. Cha, 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 Tente nach Amerika, komm. Ja, aber es kann mir niemand erzählen, dass es nicht wirklich hilft, oder? Nee, ich glaube, das finde ich gut. Für Weiterarbeit? Hier, Anna Schwarzenegger, Balletttänzer, alle krassen. Lomachenko tanzen, alle krassen Köpfe. Andere. Van Damme. Genau. Ja. Und dann auch ein bisschen die Schulter. Das heißt, die Schulter bereitet nur ein bisschen vor eigentlich. Okay. Es ist nicht, der Schlag kommt, der rechte. Ich gehe jetzt nicht, der rechte kommt, rechte. Nur der rechte, also. Ich gehe jetzt nicht komplett, nicht komplett rein. Also der Schlag kommt, boom, ich gehe, boom, boom. Also ein bisschen vorbereiten mit der Schulter und rein. Ja? 1, 2, 3. Und das ist auch für dich keine große Bewegung. Es ist so mehr so, bam, 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 boom. Mhm. Bam, bam, boom, genau. Wir fangen wieder Cross, an. Also Leber. Ja. Und hier rein. Genau. Du musst auch gar nicht richtig reingehen. Es ist nur hier, hier, hier. Oder hier, hier, hier. Ne? Ja. Es ist nur dieses, die bisschen die Schulter. Das heißt, ich mache nie Doppeldeckung, wenn der Schlag ist. Sondern ich mache immer so ein bisschen. Bam, und ich kann, natürlich weiß ich nie 100%. Macht der 2 Hände, macht der 3 Hände. Ja. Aber ich weiß immer, okay. Boom, ich kann immer reingehen. So, wenn ich Lücke sehe. Genau. Ja. Nee, da war der Körper drin. Ja. Genau, sehr gut. Ja, direkt, ne? Aber noch zu gut. Genau. Ja. Ja, sehr gut. Ja, es ist schwer, auch noch ordentlich Kraft und Timing zu kriegen. Aber das Timing ist alles. Die Kraft, nee, zu früh. Timing ist alles. Ja, ich muss im ersten Mal ein bisschen warten, glaube ich. Ich laufe gerade im ersten Mal, das macht die ganze Kraft raus. Machen wir 1 Minute Wechsel. Das heißt, 1 Minute, der eine ist Angreifer sozusagen, der andere ist mehr an den Seilen. 1 Minute machen wir das andersrum. Ne? Das heißt, ich bewege mich an den Seil, ne? Ihr arbeitet von der Ringmitte. Ich will auch zur Ringmitte gehen, ja, aber ihr stoppt mich sozusagen. Macht man nur, ich verteidige nur. Das heißt, genau, ich stehe, komm, genau, ich gehe raus, ich bewege mich. Genau, sehr gut. Genau. Ich will auch zur Mitte, aber du lässt mich nicht. Genau, lässt mich. Okay? Locker 1 Minute. Dann wechseln. Yes, sir. Überholen die Leute aus dem Ding und dann auch mehr. Ja? Ihr wollt die Mitte behalten. Weil der die Mitte beherrscht, der beherrscht den Ring, der dominiert den Kampf.
Kontrolliert die Mitte, kontrolliert den Kampf, kontrolliert den Ring, ist geschehen. Ja, genau, sehr gut. Und wieder von der Mitte. Zurück, runter, bap, alles was wir geübt haben, jetzt nochmal umsetzen. Ne? Weil was ihr im Schattenboxen nicht könnt, werdet ihr im Kampf auch nicht können. Das heißt, jetzt habt ihr einmal die Möglichkeit, alles richtig auszuprobieren. Ich war gestern auch wegen dem Zirkeltraining technisch so unsauber. Ach, einfach keine Technik. Das geht, komm, Schattenbox. Gegen der Vorstellung Schattenbox. Anton! Ja. Egal, du, geht doch nicht, du kommst. Hier, jetzt nimmst du dich. Gegen der Vorstellung, rechte kommt, boom, ausweichen, rechte rein. Linke kommt, ausweichen, linke rein. Ja, schön ist es, realistisch. Also 5x6er, ja, darum geht es. Genau, 5x6er kommt jetzt los. Mehr, genau, sehr gut. Pause. Wow. Ja. Linke zum Kopf, zum Körper, raus. Rechts rein. Ja, zurück. Und dann zack, zack, oder? Yes. Haken, zack, 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 zack. Nee, haken und dann hinterher gehen. Boom, hinterher gehen. Ah ja. Und dann hinterher gehen, zack, zack, raus und zack. Nee, bam, bam, direkt rechts, links. Ah. 1, 2, 1, 2, 1, 2 und dann brauchst du gar nicht rausgehen. Also, bam, 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 bam. Nee, nur den Haken. Bam, und dann der. Ja, nur den Haken, dann ist auch zack, zack, zack. Und dann. Ohne rauszugehen. Du gehst 1, 2, zurück, 1, 2. Gut, ja. Reicht für heute. Ja, reicht für heute. Darf ich ihm noch auf den Bauch hauen? Was? Darf ich ihm noch auf den Bauch hauen? Du ihm oder er dir? Ich ihm. Gib it! Wechsel. Ich halte deine volle Kraft nicht aus übrigens. Ja, nee, das kannst du machen, aber mir geht's nicht. Ja, Dollar geht's noch, Dollar. Yes, genau. Genau, öfter mal auch mehrere Schläge, damit er mehrere Schläge aushalten lässt. Genau. Komm, Dollar, 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 jetzt gefolgt, komm, mehr. Genau, viele Schläge, genau, sehr gut. Komm, weiter. Yes, ich muss. Genau, sehr gut. Was mit Bauch? Heute war das relativ entspanntes Techniktraining. Okay. Eigentlich wollte ich Technik und Sparring in einem Block machen. Das Problem ist, das war jetzt so, glaube ich, schon relativ alleine. Deswegen werde ich das hier geeinzelt hochladen. Da nochmal ein Video Sparring, das kommt wahrscheinlich Anfang nächster Woche. Und dann mal gucken, wie es weitergeht, ob dann noch mehr kommt. Könnt ihr gerne Kommentare schreiben, ja, ihr wisst Bescheid. Typischer YouTuber-Callout. Kommentare, Daumen nach oben könnt ihr gerne machen, Kanal abonnieren. 40%, wusstet ihr schon, 40% meiner Zuschauer haben meinen Kanal nicht mal abonniert. Ihr Schweine, ihr Kleinen. Nächste Woche, wie gesagt, Sparring, das wird deutlich interessanter. Technik war hoffentlich auch ganz cool. Und dann guckt ihr da wieder rein, okay? Anton sagt tschüss. Peace. Na gut.